Mein Name ist Tanja Spitzer. Mein Name ist Jessica Keller und wir sind ein Teil vom Team von Menedorf vom MPA-Team. Ich habe meine Ausbildung als MPA in einer Allgemeinarztpraxis gemacht. Ich habe nachher für 2 Jahre auf der Gastroenterologie gearbeitet. Ich habe während dieser Zeit noch Berufsmatura absolviert und habe nachher bereits schon auf der Urologie für 6 Jahre gearbeitet. Und nachher habe ich mich entschieden, noch die Ausbildung zur Praxiskoordinatorin zu absolvieren. Die habe ich dann im Juni letztes Jahr, also 2020, abgeschlossen und habe jetzt hier in der Uroviva eine leitende Funktion übernehmen. Ich habe die Lehre hier auch zu Menedorf gemacht, bei einem allgemeinen Arzt. Und dann bin ich noch in eine Dermatologie hineinschauen, in eine Kinderarztpraxis. Ich hatte immer ein bisschen häufige Wechsel nach der Lehre, dass ich mal überall ein bisschen hineinschauen kann. Bis ich dann da zu der Uroviva gestossen bin, wo ich endlich mein Plätzchen gefunden habe, wo ich bleiben will. Uroviva war natürlich für mich schon bekannt in der Urologie. Das kennt man. Und ich habe dann immer gewusst, dass ich in einen grösseren Betrieb möchte wechseln. Und Urologie ist mir auch nach 6 Jahren nicht langweilig geworden. Und darum war für mich klar, wo die leitende Stelle bei der Uroviva frei wurde, dass ich mich hier gerne bewerben möchte. Ich habe einen rechten Wandel durchgemacht, seit ich in der Uroviva bin. Ich bin so ein bisschen als scheuches Mädchen, sage ich jetzt mal, habe ich hier angefangen. Und zwar vor 8 Jahren. Und ich würde sagen, ich habe meine grösste Entwicklung hier durchgemacht in der Uroviva. Erwachsen worden. Es wird einem viel Verantwortung überlassen. Man hat immer einen Rückhalt. Und ich fühle mich da wirklich gut aufgehoben. Ich brauche das so in einer kleinen Familie zu sein. Meine Leute um mich herum, wo ich mich wohlfühle. Und das erfüllt Uroviva bestens. Als MPA hat man auch die Möglichkeit, sich selber einzubringen. Man kann mit dem Patienten einen Katheterwechsel oder eine Beratung selbstständig durchführen, was natürlich für uns MPA auch sehr spannend ist und zusätzlich für die Ärzte eine Entlastung. Es ist sehr wichtig, dass der Patient weiß, was auf ihn zukommt. So können sie sich ein bisschen darauf einstellen. Ich sage, dass sie erfahrene Ärzte sind, dass wir das alles nicht zum ersten Mal machen und dass er auch ständig immer, egal was gemacht wird, vorher darüber informiert wird. Und so probiere ich immer die Angst zu nehmen. Und wir MPAs führen eigentlich auch die Leute ein bisschen durch Konsultation durch. Machen am Anfang vielleicht eine Blutentnahme, koordinieren die nächsten Termine. Probieren es so ein bisschen zu begleiten. Das steht bei uns auch ganz oben, dass wir uns viel Zeit nehmen für den Patienten. Das liegt der Uroviva sehr am Herzen. Also ich finde es noch wichtig zu sagen, dass man eigentlich, wenn man sich jetzt bewerben bei der Uroviva oder generell auf der Urologie, nicht zurückschrecken vor dem Fachgebiet Urologie. Es ist mega spannend. Es ist sehr breit gefächert, obwohl man da vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so denkt. Man hat von Männern, Frauen und Kindern. Und ich finde es schön, wir ergänzen uns sehr gut. Jede weiss, was die andere macht, jede weiss, was ihre Aufgabe ist. Wir unterstützen einander aber auch, wenn mal jemand nicht nachkommt oder mal länger hat, dann sind wir alle füreinander da. Ich schätze eigentlich die Abwechslung von Arbeiten mit dem Patienten und auch praktisches Arbeiten, aber auch der administrative Teil. Man hat als MPA hat man ein bisschen beides und die Abwechslung schätze ich sehr. Plus natürlich, dass man in einem tollen Team arbeiten kann. Das ist auch immer schön jeden Tag. Das ist also mein Traumgebiet, mein Traumberuf. Und ich kann es mir in keiner anderen Fachrichtung mehr eigentlich vorstellen, als ich gehöre in die Urologie.